Köln. Die Millionenmetropole hat einige soziale Brennpunkte, an denen die Polizeibeamten verstärkt Präsenz zeigen. Martin Fuchs und Daniel Klattmann sind heute in Köln-Mühlheim auf Fußstreife, als sie laute Hilfeschreie hören. Nehmen Sie mal den Knüppel weg. Ja, Entschuldigung, das habe ich zur Notwehr genommen. Was denn bei Ihnen passiert? Also ein Hund, der kam aus die Richtung, das war so eine Bulldogge, keine Ahnung, kam aus die Richtung, auf mich zugerannt, hat mich angegriffen, ich konnte mich eben noch so wehren, deswegen auch die Wunde. Also ich habe keine Ahnung. Brauchen Sie einen Arzt, wenn man einen RTW rufen? Nein, ich brauche keinen Arzt, aber das war bestimmt pure Absicht. Schau mal her. Oha. Ich bin richtig zugelangt. Oha. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Da müsst ihr aber echt mal einen Arzt drüber gucken lassen. Nein, brauchen wir ihn wirklich nicht. Das finde ich alles in Ordnung. Ich möchte nur, dass... So, und dann ist ein Hund gewesen und der hat sie gebissen und dann? Ja, und dann ist er jetzt in die Richtung hier gelaufen. Hier runter, in diesem Gebüsch hier runter. Ja. Aber ich konnte auch noch eine Person entdecken, aber ich weiß nicht, wer das war. Der hatte eine Kapuze auf und ist auch mit in die Richtung gelaufen. Das Opfer war in dem Park mit seinem Freund verabredet. Mit Erschrecken stellen die Beamten fest, dass der Mann in diesen Sekunden ebenfalls von dem aggressiven Hund angegriffen wird. Scheiße! Schießt ihn sofort! Der kam auf einmal! Schaut da mein Bein an! Wie kann man so eine Dreckstücke hier haben? Hey, runterkommen! Ich bin genauso verletzt hier. Sollen wir einen RTW bestellen? Nein, ist okay. Ich wohne neben einer. Es ist alles okay. Ich will nur hier weg. Nein! Jetzt gucken. Das ist Ihre Freundin. Ja, das ist mein Freund. Was ist, du auch? Und sie wurde auch angegriffen. Hallo, hallo, bleiben Sie mal stehen! Bleiben Sie mal ihm los! Das ist dieser Dreckskerl! Was ist das? Es gilt Alarmstufe Rot. Martin Fuchs und Daniel Klattmann sind auf alles gefasst. Was ist das Messer runter? Was ich doch nicht. Knall den ab! Scheiße! Auf den Rücken! Auf den Bauch! Ich hab ihn! Hände auf den Rücken! Ich hab ihn! Hände auf den Rücken! Handflächen nach oben! Noch ahnen die Beamten nicht, dass es eine Verbindung zwischen dem Hundebesitzer und der jungen Frau gibt. Mit dem Messer bedrohen, Polizeibeamte. Nicht schlau. Das Messer. Butterfly-Messer. Kann ich nicht gucken, meine Augen brennen so. Ja, kann ich nicht gucken, du kennst dein eigenes Messer doch. Butterfly-Messer nicht zugelassen. So, wir werden sie jetzt hochnehmen. Ja. Dann werden sie sie notärztlich versorgen. Das heißt, sie kriegen jetzt erstmal ein bisschen Wasser in die Augen, damit das Brennen aufhört. Super. Ja? Das brennt ja wie Hölle. Ja, natürlich, deswegen heißt das Reizgas. Scheiße, Mann. So, und kein Lachgas. So, eben, genau. So, ein Bein anwinkeln, ein Bein nur. Ein Bein, das hoch. Und jetzt auf drei. Eins, zwei, drei. Hoppala. Hoch, so. Du Scheiße. Hab ihn. Hast du ihn? Ich find's super, was ist mit dir nicht in Ordnung? Was ist mit dir nicht in Ordnung? Hey, du bist ja auch gleich am Boden. Beruhig dich mal. Ist gut? Auf jeden Fall ist das mein Ex-Freund. Ob du das ist? Stehen bleiben. Hast du was mit der Sache hier zu tun oder stehen bleiben. Was? Ich hab damit gar nichts zu tun. Ja, komm, ey. So, komm. So, wir Sie kennen die junge Dame? Los. Ja, das ist meine Ex. Wir gehen jetzt mal zu dem Hund nach vorne. Oder zumindest ein bisschen. Ist ja scheißegal jetzt. So, komm. Düsiges Weib. Was hat er mit dem Hund auf sich? Ist das Ihr Hund? Nein, ist nicht mein Hund. Warum? Wessen Hund ist das denn? Schüle denn? Um welchen Köter geht's denn? Nee, alles klar. Sie haben, bevor ich Sie gestellt habe, haben Sie da vorne was hingeworfen? Da hingeworfen? Was denn? Ich hab da nichts hingeworfen. Nach einer scharfen Ansage findet Martin Fuchs am Wegrand ein Hundehalsband mit nach innen gerichteten Stacheln. Diese haben dem Hund Schmerzen zugefügt und ihn aggressiv gemacht. Wenn du jetzt hier anfangen willst, uns für blöd zu verkaufen und noch blöde Sprüche zu machen, dann lernst du mich mal richtig kennen. Haben wir uns da klar verstanden? Also, was hat es mit dem Halsband auf sich? Was hat es mit dem Hund auf sich? Was hat es mit Ihrer Ex-Freundin auf sich? Keine Ahnung, Sie können ja gerne die Hundemarke kontrollieren. Das hat von mir, also das, mir hat das nichts zu tun. Okay, pass auf, wir rufen jetzt mal. Gibst du mal das Halsband bitte? Ja, das ist mit Sicherheit eine Nummer. Auch bei RTW. Wegen seinen Augen, wegen der Verletzung. Ich meine, das kann er nicht so stehen lassen. Ja. Bein und Arm sind vollkommen kaputt. Und vielleicht mal ein Veterinär wegen dem Hund, dass der mal drüber guckt. Hier wird einem alles verboten. Der Mund wird einem verboten. Es ist ja. Reizgas wird in die Augen gesprüht. Ich soll hier quatschen, Ruhe. Quatschen kann er auch. Ich funk mal. Wollen wir mal vorne zu den anderen hin oder wollt ihr ihn nicht sitzen lassen? Das gibt's ja nicht. Hallo für die L25. Über die Nummer auf dem Hundehalsband können die Kollegen der Wache den Halter des Vierbeiners ermitteln. Dieser kommt aus dem familiären Umfeld des Ex-Freundes.
So, wir haben herausgefunden, dass der Hund ihrer Mutter gehört. Wir befürchten jetzt einfach mal, dass Sie den Hund mit Hilfe dieses Halsbandes scharf gemacht haben. Ich habe auch keine Lust, weiter mit Ihnen rumzuquatschen, wenn sowieso, wenn sowieso nur dummes Zeug dabei rauskommt, habe ich keinen Bock mehr zu quatschen. Also, entweder reden wir jetzt vernünftig miteinander oder wir reden gar nicht mehr miteinander. Okay, vernünftig. Ja, dann. Vernünftig, ja, es ist der Hund von meiner Mutter. Na, also geht doch. So, und kann ich mir das so vorstellen? Sie haben den Hund, wie der Kollege hat gesagt, mit diesem Halsband da, wo diese Nägel drin sind, heiß gemacht und dann auf Ihre Ex und den neuen Freund gehetzt, kann das sein? Ob das so gewesen ist, frage ich Sie. Sie brauchen natürlich nicht zu sagen, aber wäre natürlich in Ihrem Sinne, wenn Sie es tun würden. Hört? Also sagen Sie nichts. Meldet sich gerade, ist also gerade vor Ort angekommen. Veterinär, ne? Decker, super. Jo, ich habe auch mit der Frau Schröder telefoniert. Die ist wohl heute Morgen aus dem Urlaub wiedergekommen. Die hat ihrem Sohn den Hund wohl in Obhut gegeben während dieser Zeit. Den haben wir verständigt, die ist auf dem Weg jetzt zur Einsatzöffentlichkeit. Martin Fuchs klärt den Veterinär über die grausame Misshandlung des Hundes auf. Während der Tierarzt den Gesundheitszustand des Vierbeiners überprüft, trifft die irritierte Mutter des Täters ein. Diese ist außer sich, als sie von der Tat ihres Sohnes erfährt. Augenscheinlich ist es so, dass ihr Sohn mit der jungen Dame mal liiert war. Die beiden sind jetzt nicht mehr zusammen und anscheinend hat er jetzt den Hund dazu benutzt, um den einen auszuwischen. Und zwar mit Hilfe eines Halsbandes. Dieser junge Mann ist vom Veterinäramt. Der ist jetzt glücklicherweise hier vor Ort. Der Hund wurde mit Hilfe dieses Halsbandes augenscheinlich gequält und auch heiß gemacht. Und hat dann mein Sohn Marco soll das gemacht haben? Augenscheinlich ja. Das augenscheinlich, kann gar nicht sein, hören Sie mal. Wir haben ihn gestellt, der hat das weggeworfen, er hat es in der Hand gehabt. Ne? Und der Hund hat eben halt diese beiden Herrschaften hier auch angefallen und verletzt. Und zwar nicht unerheblich. Ne? Das heißt, wir werden jetzt erstmal prüfen, was jetzt weiter passiert. Ne? Ich denke mal, Sie unterhalten sich jetzt mal mit dem Mann vom Veterinäramt. Sie haben ja sicherlich auch einen Wesentest mit dem Hund gemacht. Hören Sie mal, wie sieht überhaupt der Rex aus? Ich gehe davon aus, dass das mit den Schmerzen zu tun hatte, dass der Hund in Panik war. Ja, das ist. Den Stacheln, die sich jetzt bleiben Sie mal geschmeidig. Marco ist ein lieber Junge, das kann nicht sein. Ein lieber Junge, sehen Sie so liebe Jungen aus? Der Marco nimmt meinen Hund immer, wenn ich arbeite selber im Tierschutz. Ja. Rex kommt aus Rumänien. Gut. Ja, und aber Marco hat sich bereit erklärt, den Hund für diese Woche zu nehmen, in der Zeit, wo ich halt eben, sag ich mal, wieder auf Ausland. Was der Marco augenscheinlich gemacht hat, ist, hat den Hund dermaßen scharf gemacht, dass er jetzt halt zwei Menschen angefallen hat. Ne? Es ist also, was heißt augenscheinlich, ne? Also als wir ihn gestellt haben, hat er eben halt das Halsband weggeworfen, hat Widerstand geleistet, musste also mit Hilfe von unmittelbaren Zwang, also mit Pfefferspray, musste er also ruhig gestellt werden und ist jetzt erstmal mit dem Kollegen auf dem Weg zum Streifenwagen also und wird dort erstmal ärztlich versorgt. Ich möchte auf jeden Fall mit meinem Sohn. Sie kümmern sich jetzt bitte erstmal um den Hund. Mit dem Mann vom Veterinäramt zusammen, um Ihren Sohn kümmern wir uns und danach Sie wieder. Gut. Ja, ist das okay? In Ordnung. So, ich werde jetzt nach oben gehen zum Kollegen. Ja. Sie bleiben jetzt bitte hier vor Ort mit dem Hund, mit der jungen Dame. Bei Ihnen ist es jetzt so, dass Sie natürlich Anzeige erstatten können wegen gefährlicher Körperverletzung. Das ist völlig außer Frage. Ihre Personaldaten haben wir kommen auf Sie zu, aber Sie können auch auf uns erstmal zukommen. Ich möchte, dass Sie sich jetzt erstmal ärztlich versorgen lassen, weil das ist nicht unerheblich, was da passiert ist. Ich verstehe Ihre Aufregung und deswegen kann ich auch die große Klappe verstehen, die Sie da gerade in den Tag gelegt haben. Keine große Klappe, das ist selbstverständlich. Nee, ist es eben nicht. Ja, ne? Aber pass mal auf, dann machen wir das ganz anders. Sie gehen jetzt bitte zu einem Arzt und dann kommen Sie bitte zu uns. Ja? Dann haben wir das nämlich erstmal von den Füßen. Ich gehe jetzt zum Kollegen, unterstütze ihn jetzt soweit. Und Sie beide sind jetzt auch. Und wenn wir gleich Fragen haben, sind Sie ja noch hier vor Ort. Ja. Okay. Ja? Alles klar. Dankeschön. Okay, danke. Während der Ermittlungen der Beamten randaliert der Festgenommene im Streifenwagen. Für Polizeioberkommissar Martin Fuchs und Polizeikommissar Daniel Klattmann ist jetzt endgültig Schluss mit lustig. Hör mal. Bist du eigentlich nicht mehr ganz klar im Kopf oder was? Also jetzt langsam würde ich doch mal wirklich anfangen nachzudenken. Setz dich vernünftig dahin. Dorthin. Hey, guck mal, wo ich hinzeige. So, und da bleibst du jetzt sitzen und hältst auch mal die Klappe. Ist das klar? Der Tatverdächtige wird erstmal zur Wache verbracht. Er war ja gemäß unserer Abfrage erstmal inpulnegativ, somit nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Hier aufgrund der Schwere der Straftat wird er erstmal zur Wache verbracht, dort wird er ED behandelt, wird belehrt, der Straftatvorwurf wird gemacht und alles weitere dann im Nachgang.